Der Herr sagt, Erlösung ist gegeben und muss empfangen werden. Hast du empfangen? Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Juni 2007. Von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy stellte für einen Bruder in Christus folgende Frage. Herr, können wir unsere Erlösung verlieren? Das sagt der Herr. Timothy, schreibe, während ich spreche, und höre meine Worte und gib mir die Ehre. Denn in meinem Wort ist Ehre. Ja, die Wahrheit, die kein Mensch ändern kann. Denn wenn irgendjemand versucht, das zu ändern, was ich gesprochen habe, zu seiner eigenen Ehre oder im Dienste des Bösen, so werde ich diesen Menschen auch vernichten, sagt der Herr. Du bist also zu mir gekommen und fragst mich für deinen Bruder, obwohl er dich auf die Probe stellt, indem er dich seinem eigenen Glauben und der Lehre, die er bereits akzeptiert hat, gegenüberstellt. Dennoch will ich um deiner Bitte willen sprechen und zur Erbauung dessen, den du Freund und Bruder genannt hast. Denn auch er ist mein Sohn, obwohl er noch nicht glaubt, dass du der bist, der du zu sein behauptest. Und aus genau diesem Grund habe ich dich mein gesprochenes Wort niederschreiben lassen, damit er weiß und versteht, dass die einmal erlangte Erlösung sicher ist. Denn ihr habt sie nicht durch Leistung erlangt, sondern vielmehr durch Gnade, das Geschenk des Vaters, freigekauft durch das Blut des Sohnes. Also werde ich von all diesen, die der Vater mir gegeben hat, nicht eines verlieren. Denn jene, die zu mir kommen, werden von dem Vater zu mir gezogen, und sie werden auf keinen Fall hinausgeworfen werden. Doch es gibt jene unter euch, die sagen, dass es durch den Propheten geschrieben steht, dass, wenn die Rechtschaffenen sich von ihrer Rechtschaffenheit abwenden und Ungerechtigkeit begehen und Böses tun, der Vater sich deswegen nicht mehr an ihre gerechten Taten erinnern wird und wegen der Untreue, derer sie sich schuldig gemacht haben, und wegen der Sünde, die sie begangen haben, werden sie gewiss sterben. Dies ist wahr und wurde von dem Propheten Gottes in einer früheren Zeit gesprochen, gemäß dem alten Bund, und es sollte wirklich zu Herzen genommen werden. Doch versteht dies, ihr Gelehrten und Unverständigen. Euch fehlt der Glaube und ihr kennt euren Gott nicht, noch den Bund, der mit meinem eigenen Blut geschrieben wurde, welcher der neue und ewige Bund geworden ist. Denn ich bin gestorben. Seht, ich bin auferstanden und lebe in alle Ewigkeit. Amen. Und so wie ich ewig lebe, so wird auch der Rechtschaffene ewig leben. Selbst wenn er sich umdreht und strauchelt, seine Erlösung geht nicht verloren. Denn er hat einen Fürsprecher beim Vater, einen, der an seiner Stelle steht und bereits den vollen Preis für seine Übertretung bezahlt hat. Seht, seiner Sünde wird nicht mehr gedacht. Sie wird ins dunkle Meer der Vergessenheit geworfen. Doch viele, die sich bei meinem Namen nennen, rufen laut und sagen, siehe, wenn ein Mensch sich von dem Herrn abwendet und Böses tut, dann hat dieser Mensch auch seine Erlösung verloren und wird im Feuer der Hölle leiden. Noch einmal sage ich euch, ihr kennt weder mich noch meinen Vater, der im Himmel ist. Denn wenn ihr ihn und mich kennen
und mein Wort wirklich annehmen würdet, dann würde ich in euch leben. Und wenn ich wirklich in euch leben würde, würdet ihr die Barmherzigkeit Gottes verstehen, die ewig währt. Denn ich bin jene Barmherzigkeit, die ewig lebt, um für euch einzutreten. Ja, ein ewiger Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Nun denn, du arrogante Generation, die sich selbst bei meinem eigenen Namen nennt, ihr irrt euch gewaltig. Denn auf dieser einen Wahrheit ist das Königreich aufgebaut und das ewige Leben errichtet. Die in mir empfangene Erlösung ist für immer, denn ich bin ewig und unveränderlich. Ich habe euch bereits gesagt, dass dies ein Band ist, das nicht durchtrennt werden kann. Denn es besteht aus dem feinsten Faden und dem stärksten Stahl. Und der Tod wird in keiner Weise die Oberhand gewinnen. Und auf keinen Fall kann eines in die Hölle geworfen werden, um Tag und Nacht ohne Ende zu leiden. Diese Lehre ist falsch und ein Mythos, entlehnt von dem Verführer, worauf alle heidnischen Religionen aufgebaut wurden. Ihr Menschenkinder, wisst ihr nicht, was die Schrift sagt? Dass jeder, der an den Sohn glaubt, für immer bleibt. Und jeder, der den Sohn nicht hat, umkommen und das Leben nicht sehen wird. Wie könnt ihr dann sagen, dass, egal ob man glaubt oder nicht glaubt, beide ewiges Leben haben? Diese Lehre unter den Kirchen ist von der Kirche, die Mutter genannt wird, und kommt von ihrem Vater, dem Teufel, dem sie fortwährend nacheifert, indem sie nach ihrem eigenen Ruhm sucht, von dem sie behauptet, dass sie ihn von mir empfangen hat. Sie wird in Stücke gerissen werden, und nur diejenigen, in denen ich mich selbst sehe, fest in ihrem Herzen verankert, werden trotz ihres Irrtums meinem Zorn entgehen, wenn er kommt. Seht, der Tag ist nahe. Ja, der Tag kommt und ist schon da, an dem diese Welt gerichtet wird. Siehe, er ist schon gekommen und kommt noch. Doch es gibt einige unter euch, die ich kenne und liebe, die sagen, dass sie mich lieben, aber sie gehorchen meiner Stimme nicht und wollen nicht zuhören. Denn sie halten sich an den Lehren und Überlieferungen der Menschen fest, auch an all ihren Feiertagen, die verdorben sind in meinen Augen. Sie nehmen das, was heilig ist, und machen es unheilig, wie eine Hure, die ihre Wege unter vielen Liebhabern verdirbt. Blickt also auf den Tag, an welchem all jene, die in Wahrheit zu mir kommen, und in ihren Herzen völlig verwandelt sind, und die auch meiner Stimme gehorchen und meine Gebote halten, genommen werden. Seht, sie werden gewiss von diesem Ort gegangen sein. Und zum Rest sage ich, obwohl sie meinen Namen angerufen und gefleht haben, bis hin zu eitlem Geplapper, werden sie verlassen sein. Denn sie sind nicht wirklich verwandelt in ihrem Herzen. Noch werden sie meine Stimme hören oder meine Gebote achten. Denn sie entehren mich und verderben meinen Namen durch alle ihre Wege. Ja, sogar diese, die sich bei meinem eigenen Namen nennen, werden an jenem Tag auf der Erde zurückgelassen werden. Denn es ist ein Tag der Läuterung, ein Tag der Tränen, ein Tag schwerer Leiden und bitterer Tränen. Ich frage euch, haben diese ihre Erlösung verloren? Hatten sie sie wirklich empfangen? Lebe ich in ihnen? Denn alle, die wirklich von mir empfangen, kennen mich und ich lebe in ihnen. Und wenn ich in ihnen lebe, werden sie sich auf keinen Fall von mir abwenden. Denn wer in meiner Liebe bleibt, wird sie nie verlassen. Denn sie haben die göttliche Gabe gekostet und meine Herrlichkeit geschaut,
Sie werden sich nicht abwenden, sondern sicher zu meiner Rechten ruhen. Dies sind meine Schafe, die Zahmen meiner Herde. Sie rufen, und ich höre sie, so wie ich sie rief, und sie hörten. All meine Schafe hören meine Stimme und kennen den Klang meiner Stimme, und sie folgen mir, wohin ich sie auch führe. Doch es gibt viele in dieser Herde, die wird bleiben, die mir auch von meinem Vater gegeben wurden. Diese muss ich auch bringen. Seht, sie werden geprüft und durch das Feuer geläutert werden zu reinen, weißen Steinen, von denen alle einen neuen Namen bekommen werden. Sie werden in großer Bedrängnis zu mir kommen und in meinem eigenen Blut weiß gemacht werden und meinem Namen Ehre bringen, auch dem Namen des Vaters, der im Himmel ist, dem Namen, den wir teilen. Und sie werden alle zu einer Herde werden, mit einem Hirten. Seht, ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein, für immer, sagt der Herr, eure Rechtschaffenheit. Die Erlösung ist gekommen und wird in keiner Weise von meinem Volk weichen. Denn das, was verdorben war, wurde in mir neu gemacht und wird bald zu dem umgestaltet werden, was keine Verdorbenheit mehr kennt. Denn alle, die zu mir kommen, werden errettet, weil sie bereits errettet wurden. Und all jene, die sagen, dass sie mich kennen und sich dann abwenden, haben mich nie wirklich gekannt, noch sind sie wirklich zu mir gekommen. Sie haben umsonst gesprochen. Denn durch das Herz wird man gerichtet, welches ich kenne, denn vor mir ist nichts verborgen. Ich habe euch erschaffen und kenne euch. Ich habe euch immer gekannt. Auch jene, die noch zu mir kommen werden, sehe und kenne ich. Denn ich sehe euch, wie ihr seid und sein werdet, mit mir, wo ich bin. Folglich kann die Erlösung nicht verloren gehen, wenn sie einmal gegeben wurde. Denn sie wird nur jenen gegeben, die sie annehmen werden. Und nur durch die Kraft meines eigenen Geistes kann man mich wirklich erkennen, wie ich bin, und glauben, dass ich der bin, der ich bin, und mich Herr nennen. Denn jene, die in meinem Buch geschrieben stehen, welches ich in meiner rechten Hand halte, waren von Anfang an dort geschrieben, genauso wie ich von Anfang an erschlagen war. Zu keiner Zeit war ich nicht erschlagen, gestorben und auferstanden. Ich bin, und das Leben ist wegen mir. So ist das, was durch mein Blut gesühnt wurde, weitreichend, sogar über alle Grenzen hinweg. Leben und Tod, Zeit und Raum. Denn auch jene, die vor mir waren, kamen nach mir und kannten den Vater. Und jene, die ihn kannten und die Zeit meines Kommens in der Ferne sahen, hatten bereits vor dem Vater Buße getan in seinem Namen, welcher auch mein Name ist, der Name, den er mir gab, Immanuel. Begreift also die Herrlichkeit und die Macht des Kreuzes, durch das ich alle Nationen, alle Völker und alle Menschen berieselt habe. Nur die völlige Ablehnung dieser Wahrheit und der Hass auf meinen Namen hält sie von der Erlösung und vom Leben fern, welches ich ihnen in Strömen lebendiger Wasser, vermischt mit meinem eigenen Blut, das aus meiner Seite ausgegossen wird, anbiete, von dem alle trinken müssen, bis hin zum Verzehr meines Fleisches, um das Leben zu haben, ein Leben ohne Ende. Und so kommt der Tag, und er ist schon da, wo alle Gott und die Macht des Messias kennenlernen und vor meinem Thron sitzen werden. Einige zu meiner Rechten und einige zu meiner Linken. So sei es. Amen. Es soll kommen und geschehen,
wie es geschrieben steht. Ja, durch meine eigene Hand wird alles erfüllt werden. Kommt zu mir, Geliebte, versammelt euch und lasst euch von mir heilen und heiligen. Eure Erlösung ist sicher. Denn alle, die mein Angesicht suchen und meiner Stimme gehorchen, werden in meiner Liebe bleiben und sie niemals verlassen. Ewige Freude.